Hallo und willkommen zurück zu GTA Story Modus mit mir, Nodash Bro, und neben mir sitzt Doc Shade. Moin! So, wir sind jetzt hier. Ja, wir gucken noch der dicken Alten da hinterher. Hammer. Super. Okay, wir waren beim Friseur. Das haben wir in der Aufnahme gemacht, die leider schief gelaufen ist. Aber ansonsten ist nichts passiert. Also, ich habe nichts verpasst, außer dass wir beim Friseur waren. Und ja, das war nicht so spannend. Das heißt, wir haben jetzt unsere ersten Missionen. Wir gucken mal auf die Karte. Und zwar haben wir jetzt hier haben wir einmal unsere Garage. Die haben wir, hat man normalerweise nicht von Anfang an. Die haben wir aber, da ich ja parallel selber den Story-Modus. Ja. Du cheatest, ja? Nein, weil ich den selber nochmal spiele, dann ist ja quasi, ist die Garage direkt frei. Normalerweise kriegt man die erst später. Okay. Na, da kann man mehrere Autos drin parken. So, ist aber auch jetzt erstmal egal. Dann gehen wir jetzt erstmal hier zur ersten Mission, und zwar von Simeon. Simeon, ab dahin. Genau, und da fangen wir jetzt an. Steigen wir erstmal unsere Karre. Und fahren wir dahin. So, wir müssen mal lang. Du kannst mich ja ein bisschen navigieren. Ich sehe gar nichts. Du siehst ja unten. Ach, da. Ja, das S. Wir könnten uns jetzt auch so einen Peilsender machen, ne? Aber, boah, also GPS meine ich. Aber für die kurze Strecke. Ah, wir machen mal als erstes eine Nebenmission. Hier sehe ich gerade das Fragezeichen. Siehst du das? Ja. Was da aufgetaucht ist, das sind Nebenmissionen. Okay, nächste so, Möglichkeit rechts. Ja, Fremde und Freaks nennt sich das immer. Aha. Das hat nicht direkt was mit der Story zu tun, ne? Das ist einfach nur Nebenmission. Da muss man irgendwelche verrückten Sachen machen. Okay, hier links. Nehmen wir die direkt mal an. Aha. Genau, hier, zu der müssen wir jetzt. What the fuck is wrong with you, Tanya? Ain't nothing wrong with me, nigga. Shit. Well, your ass don't look too good. Where the fuck is JB? Smoking. And what about you? I mean, you know, I quit. You know what I'm saying? Almost. Yeah, whatever. JB, look, JB gonna lose everything. He gonna lose the house. You know what I'm saying? The business, everything. And you his cousin, nigga. You said you was gonna he help. He ain't my cousin. Sieht aus wie die Amy Winehouse in ihrem besten Jahr, ne? What the fuck do I know about towing cars? Look, it's easy. If JB can do it, you can do it for fuck's sake. Come on, I'ma show you. Come on, shit. Was ich ja geil finde, ist, dass die auch die Augen rot gemacht haben, ne, wenn die unter Drogen stehen. Ist ja schon mal aufgefallen. Nee, noch nicht. Also, die haben wirklich eine Detailtiefe drinne. Nicht schlecht. Okay, was müssen wir jetzt machen? Ich hab nicht aufgepasst. Entschuldigung. So, du siehst ja die blaue Linie. Okay, wir fahren jetzt einfach. Okay, aha, wir müssen zum Abschlepphof. Okay. Genau. Franklin Clinton. Nächste leicht links. Okay, hier links. I told you, I don't do that shit no more. I mean, I baby doze now and again just for the taste. But I'm doing good. Alles klar, ja. Your eyes don't lie. Whatever you say, girl. Come on. Hier rein, hier rein, hier rein. Ja, ich glaube, ich kenne den Abschlepphof. Der Eingang ist hier. Ach so, okay. Ich wollte gerade sagen, du hast eine Reaktion wie eine Bockwurst. warte mal, ich park mal meinen Wagen hier. Ordnungsge... Ups. Ich auch. So, ne? Hier. Nicht schlecht. Okay, wir sind da. Driver's seat got your name on it, Franklin. Ja, so wie es aussieht, müssen wir ein Auto abschleppen. Okay. Also einen Job erledigen. Warte auf Tonja. Das ist ja auch ein toller Name, ne? Passt. Tonja. Okay, ja dann. Guck mal, der zeigt uns über die richtigen Fahrtmöglichkeiten. Ja, damit du auch wegfährst. Aber, ja. Da kann man nicht sagen. Wir nehmen die Abkürzung. Genau. Ist Tonja Fool und mein Boy Franklin. Wir filmen in für JB. Copy that. Hi, Tanya. Teil, ne? Ja, ich bin voll auf dem Gas. This one should be easy. Hier rechts. Aber haben die echt cool gemacht, ne? Guck mal, wie das hinten der Haken und der Crackhouse ist direkt. His loss. Your gain, sugar. Except I ain't gaining shit, sugar. Move that seat back and you know I'll make it right for you. That ain't what I'm saying. Damn, Tanya. What the fuck happened to you? I'm Mick. Wow.
Hier mit B können wir auch die Kamera auf das Ziel fokussieren. Das bringt natürlich nichts, wenn das Ziel noch weit weg ist. Okay, aber hier links vor. Das ging gerade nochmal gut. Das ging gut. Und wieder links vorne. And it should slide right in. Ich glaube, den Wagen hier müssen wir abschleppen. Ja. So, dann. Meinst du mit abschleppen ist wirklich abschleppen oder meinst du klauen? Nee, abschleppen. Das ist, glaube ich, die arbeitet hier in einem Abschleppunternehmen. Und wir müssen. Ich hätte jetzt eher ein anderes Abschleppunternehmen erwartet, weil also. Die arbeitet, aber. Okay. So, wir sind da. Und jetzt? Aussteigen. Ah, ich kann den haken. Okay, we are in, baby. So, jetzt nehmen wir den Wagen hoch. Okay, wir machen ein Foto von dir. Hey, warum das denn? Weiß ich nicht. Vielleicht war das dem sein Auto. Zweifels. Ja, aber wenn der falsch parkt, ne? Pech gehabt. Aber was mir auffällt, ist, Polizei siehst du so an sich nicht, ne? Doch, ja, fahren die auch durch die Gegend? Die fahren auch rum, aber kommt drauf an. Da zum Beispiel links, hast du gesehen? Nee. Da. Ja, Tatsache. Mit Blaulicht sogar. Das ist auch, du triffst sie auch manchmal so an. Also das heißt, die verfolgen dann irgendwie. Guck mal, links, da war schon wieder Polizei. Ich zieh's zurück, ist in Ordnung. Ja. Also das heißt, hier fährt einiges Polizei, auch wenn du ein Auto klaust und die Polizei sieht das, ja, deswegen, ja, das dann ist sie natürlich direkt hinter dir her. Gib Stoff, Mann! Ja, ich kann nicht schneller. Ich kann ja hier Slalom fahren. So, boah. Ich glaube, das gibt aber Minuspunkte, wenn wir den Wagen hier schrotten. Bisher machst du das aber ganz ordentlich. Ja. Nicht schlecht, ne? Und einmal, ja. Also das hier sind natürlich die weniger... Kannst du hier bestimmt auch rein? Nee, das kann ich nicht. Oh, nein, das ist ein Zaun. Mal, der hat das angezeigt. Du fährst da jetzt gleich mal raus, mein Freund. Und dann siehst du, dass ich recht habe. Eieiei, was sind das denn für Schweine? Was sind das denn für Schweine? Oh nein, wir haben den Wagen verloren. Der ist nicht mehr am Haken. Jetzt schieb den erstmal raus. Das schaffst du so nicht, oder? Ach, das gibt's doch nicht. Okay. Ja toll, jetzt muss ich den Wagen schrotten. Polizei, Freunde und Helfer, ne? Ja, Junge, hättest das jetzt auch ein bisschen filigraner machen können, ne? Ach verdammt, jetzt kann ich hier nicht drehen. Warte mal. Come on, baby. We so close. Toll, das gibt Abzüge in der B-Note. Ja, wahrscheinlich. Eieiei. Okay. So, jetzt habe ich ihn wieder am Haken. Jetzt muss ich erstmal wieder auf der Kreuzung drehen. Toll. Blöde Polizei. Da fahr sie platt, Mann. Ein bisschen Frust ablassen. Oh, die hat irgendwas verloren. Ihr Handy. Ja, das gibt's doch gar nicht. Hey, look out for fools like me. So, jetzt aber. Ja, dann wird aber irgendwo. Der fährt jetzt auch gleich weiter. Pass auf. Nee, das passt. Okay, wir müssen den jetzt hier in der Ladezone. Okay, you got it. Release that baby. Release it. Sehr schön. So. I'll see you on the block. Anything you need, you holler at me. Alles klar, den Job haben wir erledigt. Sehr geil. Now, where is that phone? Und das gibt 50%, Junge. Ja, Abkoppelbonus haben wir nicht bekommen und Missionszeit haben wir wahrscheinlich auch viel zu lange gebraucht. Ja, und was heißt das jetzt? Geld? Cash? Nee. Ein paar Waffen, ein paar Schlampen oder irgendwas? Nee, da haben wir, glaube ich, einfach nur einen Gefallen getan. Oh, wer ist denn hier? Guck mal auf der Karte. Der ist böse auf uns. Ja, weil du den Kollegen von ihm platt gefahren hast. Ach so. Ist ja egal, der kriegt dich nicht. Steig in dein Auto. Was will der? Mach ihn platt, mach ihn platt. Bams, sehr schön. Der lebt noch? Ah. Und jetzt? Der läuft der immer noch weiter. Immer noch. Also jetzt. So, er ist weg. Er hat Glück gehabt. Hier auf der anderen Seite ist auch noch einer, der. Aber nimm uns bitte jetzt mal das andere Tor. Steig mal in den Wagen und nimm mal bitte das andere Tor. Ist das ein Tor? Das ist ein Tor. Okay. Da schießt jemand auf dich, kann er? Ja, da ist noch jemand sauer. Guck mal, eine ganze Gang. Naja, dann sieh mal zu, dass du Land gewinnst. Aha. Aha, da ist ja wirklich ein Tor. Da ist ein Tor. Und ein Auto ist hinter uns. Was machen die denn hier? Gehört das zur Mission? Nein. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich hier irgendwie jemanden sauer gemacht, als ich mit dem Abschleppwagen hier rumgefammelt. Und die nehmen wir uns vor. Wann? Nee, kann ich nicht. Mach einen Platz. Boom.
Ah, guck mal, der hat sich erschrocken. Oh, 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 der hat uns. Oh, 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 der macht uns. Das darf doch nicht wahr sein. Also ein richtiger Nigger aus der Hood bist du jetzt nicht, ne? Muss ich mal so feststellen. Ja, dann nochmal. Ja, hat nicht geklappt. Okay, dann fahren wir jetzt zu Simeon, machen wir die Mission. Ajo. Quasi die Story weiter. Wo startest du denn jetzt? Ja, wenn du stirbst, ne, dann mein Auto ist wieder, glaube ich, zu Hause. Aha. Also nicht in der Garage, wo du gesagt hast, sondern wirklich zu Hause vor der Tür. Hoffe ich mal. Dann nimm dir doch den. Wir nehmen jetzt den? Nee. Nein. Warte mal, kommt hier irgendwas Tolles? Nee, ne? Was ist das denn? Ja, besser als so eine nichts. Familienkutsche. Sollen wir die nehmen? Ja, jetzt ist es zu spät. Da hinten, da Cabrio. Da, das Cabrio nehmen wir. Doch, das schaffen wir. Mach ihn platt. Guck mal, der guckt schon. Gib dem direkt eine Schelle. Das ist doch mal ein richtiges Fahrzeug für dich. Sehr gut. Okay. Wir gucken mal auf die Karte, was du machen wir? Einmal nach hinten. Das S war unten. Ah ja, wir sehen hier auf der Karte, wir haben einmal Franklin-Mission. Das ist ja jetzt für den Charakter, den wir spielen. Okay. Und hier bei Simeon. Also, das heißt, das hier hat irgendwie mit der Story von Franklin zu tun. Da geht's dann weiter. Ich habe das kapiert. Genau. Und ja, ich wollte ja nur... Nee, ist in Ordnung. Bei dir bin ich mir nicht so sicher. So, wir markieren jetzt mal das S, ne? Yes. Und da fahren wir jetzt hin. Und dann kannst du dich dann nachher mal an die Franklin-Mission wagen. Gerne. Und da sind wir auch mal alle gespannt. Nein. Wie du das machst. Ich habe in den letzten Tagen ja mal ein paar YouTube-Videos angeguckt von anderen. Da finde ich diese geil, wo die da auf den Zeppelin landen. Ach so, ja. Fallschirm hast und so später. Also da bin ich auch mal mehr als gespannt drauf. Ja, ja, den Zeppelin, den habe ich auch. Der ist quasi bei der Xbox-Version ist er dabei. Den kann man dann per Telefon können wir den rufen. Oh, cool. Das werden wir auch mal machen. Sehr geil. So, wir parken jetzt hier. Oh, er steigt schon automatisch aus. You don't like me because you think that I am an Arab. What? No. What are you talking about? Something like that. Excuse me. Wait. That boy. I am his mentor. I am so proud of you. What do you mean a mentor? Don't worry about that. Okay, so what you got for him? James DeSanta. Some kid. He is already late on his payments, and I have this bad feeling that he will do more damage to the car than we can get back from him in the exorbitant interest rate payments. Huh? Uh-huh. Just go and get it. The house is on Hampstead, ja. Off Eclipse. It's aber DeSanta, das ist, glaube ich, Rockford Hills Daddy da. Boy nonsense. So ein Rockford... Papasöhnchen stand da. Das ist, glaube ich, der... Also ein paar Schellen kann man dem auch verteilen? Ja, das ist aber, glaube ich, der vorhin den Wagen gekauft hat. Weißt du noch? Dieser dicke... Der dicke. Dicke, runde... Da müssen wir jetzt den Wagen wieder herholen. Okay. Die Dinger finde ich cool hier, ne? Ja. So, erinnert mich immer an die Simpsons irgendwie. Mich erinnert das an dich, wenn du so dastehst im Wind. Ja, okay. Das schneiden wir raus. Aus dem Video. Nein. Ich habe gesagt, du sollst mich nicht beleidigen während des Spiels. Entschuldigung. Ja. Das fällt mir nicht leicht. Ja, toll. Wegen dir müssen wir hier alle 5 Sekunden irgendwie einen Schnitt machen wieder. Wäre aber auch lustig. Ja. Immer wieder so Wortschnipseln. Ja. So, wir fahren jetzt. Die Karre ist cool. Die fährt hier ganz gemütlich. Ne? Du kannst Vollgas geben, bist trotzdem nicht schnell. Und nur am Bus. Wenn es dir nicht gefällt, nimm doch einen Bus. Ja, alles klar, nimm ich einen Bus. Nein. Da ist schon ein Bus. Oh, uns ruft jemand an. Hey, did you change your mind? When I discover that you betray me, perhaps. I hear you took the bike for yourself, my employee of the month. Aha. Listen, man, me and Omar was gonna get that back to you, dog. Oh, I am sure. You will get this car off the daddy's boy, and then we talk. Insurance papers say they have a locked garage, so you'll need to gain access from inside the house. Man, it's never easy with you, is it, Simmy? Do not talk to me about easy, you thief. Ja, jetzt hat er es rausgefunden, ne, dass das Motorrad weg ist, was wir ja eigentlich zurückgebracht haben. Ah, okay. Und er denkt natürlich, wir waren das, obwohl das ja der andere war, ne? Das war ja, wie heißt er, Lamar? Ja. So, jetzt bin ich mit dem Bus unterwegs. Mach mal. Boah, der hält natürlich mehr aus, der Bus. Und ja. Ja, ich weiß nicht, ob du es wusstest. Ne? hier gibt es in ganz Los Santos gibt es insgesamt 50 Monster-Stunts. Ja. Kennst das von GTA, natürlich, ne? Glaube ich.
Ja, das heißt, hier sind irgendwo Sprungschanzen oder irgendwas, wo man mega weit springt. Ja. Und die werden wir natürlich versuchen, auch im Laufe des Story-Modus rauszufinden. Aber jetzt holen wir uns erstmal... Ich weiß nicht, ob das so toll ist. Warte mal, ich steig nochmal um, ja? Bitte, ich glaube, wenn wir gleich eine Verfolgungsjagd oder so eventuell haben, dann ist das nicht so gut, wenn wir jetzt hier so mit so einem Bus fahren. Hier, so ein schöner SUV. Guck mal, der sieht aus. Genau, nimm mal den. Guck mal, ist das ein Mercedes? Okay. Oh. Was? Ich steig wieder aus. Ich nehme mir den Porsche hier. Ah ja, Hammer. Schöner GT2. Oh, guck mal, da hinten war ein weißer. Oh, jetzt haben wir die Polizei hinter uns. Toll. Ja, aber wenn du drei Autos am Tag baust. ja, jetzt müssten wir erstmal die Polizei abhängen. Fahr links. Bevor wir die Mission starten können. Und jetzt wieder rechts dann gleich. Am besten rechts. Ja, sie ist nicht mehr hinter uns. Okay. Jetzt müssen wir sie nur noch abhängen. Ja, dann fahr da rechts. Wo muss er denn überhaupt hin? Ja, wir waren schon fast da. Ich verstehe. Wir fahren hier mal rechts. Dann fahr ich hier wieder rechts. Einfach mal gemütlich und die nächste wieder rechts. Ja. Ist das wirklich ein Porsche? Das sieht aus wie ein Porsche, oder? Ja, aber ob das eine... Yeah! Nicht schlecht, oder? Oh, verdammt, hinter uns, Polizei. Achso, und diese Kreise sagen auch aus, ja, dass die dich sehen. Dann, genau. Ja, dann gib mal Stopp. Ei. Achso, ich dachte, du hättest geblitzt. Mission fehlgeschlagen. Die Polizei wurde alarmiert. Ach, verdammt. Scheiße. Ja. Das hast du jetzt davon, du. Ah, super. Aber die Mission schaffen wir noch in der Folge. Die Mission schaffe ich noch. Die schaffen wir noch. Mach dir mal keine Sorgen. Diesmal klauen wir nicht so viele Karren. Bitte. Ah, jetzt sind wir wieder hier. Ja, das heißt, wir nehmen hier unser Auto. Ja. Und geben Gas. Und fahren dann damit dahin, okay? Ich klaue kein anderes Auto. Sehr schön. Fahre den Verkehrsregeln entsprechend. Aha. Ja. Also. Englischen. Ja, Linksfahrgebot. Boah, der Bus ist aber... Verdammt, der kam aber gut an, ne? Das war knapp. Ach, Busfahrer. Auch nicht mehr das, was immer waren. Freundlich und nett. Die hab ich gut genommen, die Kurve, ja. So, jetzt nochmal der Anruf von Simeon. When I discover that you betray me, perhaps. Kennen wir ja schon, ne? Wir wissen ganz genau, was er uns sagen will. Wir haben ihn verarscht mit dem Motorrad. Oh, I am sure. You will get this car off the daddy's boy and then we talk. Insurance papers say they have a locked garage, so you'll need to gain access from inside the house. Man, it's never easy with you, is it, Simi? Do not go. Da bin ich aber. Nein! Schade. So, wir sind hier. Wir sind. Nur mal für die, die vielleicht nur Ton haben, wir synchronisieren gerade kein Porno. Also, wenn wir ziemlich stark stöhnen, liegt am Spiel. So, was müssen wir jetzt machen? Wir müssen irgendwie hier anscheinend rein, ne? Ja, dann kletter mal. Kommen wir hier rüber? Mit den Spitzen, ne. Nee, wir kommen hier nicht rüber. Einfach mal klingeln. Ah, aber hier. Und jetzt? Oh, da ist einer. Ab durch die Hecke. Na, der sieht jetzt aber nicht gerade bedrohlich aus, oder? Schalte den Gärtner aus. Versuchen wir aber ein bisschen leise, oder? Meinst du, du kriegst den geklatscht von hinten irgendwie? Ja, ich habe jetzt den Schleichmodus an. Guck mal, der ist am Rasenmähen. Was muss denn da schleichen? Ja, das stand aber da. Hier, oben links, siehst du, im Schlag. LT Gegner an, während du... das war die falsche Taste. Eieiei. Patsch. Ah, wir haben ihn erwischt. Okay, jetzt können wir uns die Karre klauen. Okay. Ah, verdammt. Das scheint zu sein hier. Warte mal. Ich nehme mal die Waffe weg. Das heißt, wir müssen ins Haus. Deine Auffassungsgabe ist heute wieder sensationell. Na super, hier ist auch zu. Was macht ein Schwarzer am helllichten Tag an einem Haus? Der schlägt die Scheibe ein. Guck doch mal. Geht das nicht? Nee, das geht nicht. Oh. Sah gerade aus wie Bullen. Stell dir mal vor. So, wir gehen mal hier. Ah, genau. Wir müssen...
Jimmy hat mich eine Schlampe genannt, okay? Da. Okay, vermeide die Bewohner zu alarmieren. Also, wir sehen jetzt auf der Karte. Das heißt, wir müssen aber wieder runter. Naja, dann. Boah, die liegt da auf dem Bett. Übelste Pimmelklatsche. Wollte ich nur noch mal so sagen, das stand jetzt gerade da. Ich finde den Kraftbegriff eigentlich sehr genial. Pimmelklatsche. Jetzt renn, Mensch. Junge, so, wo müssen wir hin? Wo ist denn hier die Garage? Ja, da geradezu. Jetzt guckst du praktisch gerade hin. Du musst aber irgendwie da durch. Boah, die haben uns nicht gesehen. Junge. Also, sie sind eine tolle Schülerin. Hast du das gesehen? Ja, der wollte gerade eine kleine Liaison starten. Der Tennislehrer? Der Tennislehrer. So, jetzt müssen wir das zum Autohaus bringen. Dann machen wir das noch in der Folge. Das kriegen wir hin. Siehst du, das ist der Wagen, ne? Der im Dicken verkauft wurde. Yep. Hey, Simeon, I got the ride, man. I'm coming back. If you actually bring the repossession to me this time, I can have it back out on the street before the day is done. Okay. Wir versuchen das mal heil zurückzubringen. Was? Semi-automatic. Da sitzt einer hinten drin. Well, look around. You just keep driving where you're going. Hey, come on, man. This was a repo job. The guy was behind on his fucking note. Unlikely, considering my son just got the car. That's the Papa. And looking at the way you're going about this. This is Michael. My guess, you're working a credit fraud. A credit fraud? Be serious, dude. I just worked the fucking repo. I appreciate a kid who follows orders without taking responsibility. Yeah, maybe one day we'll have a beer, and I'll explain how the world really works. Who gives you the slip? A car dealer, dawg, by the name of Simeon Yateri. So this businessman, he look legit to you? Look, man, this is just between him and your fucking son. Don't worry. Me and Mr. Yaterian. We'll work this out. Ja, ja, der fährt's gut. Wow, 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 wow. Links, ja, links. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt passiert. Aber wir sollen ja trotzdem zum Auto ausfahren. Wow. Versuche aber keinen Unfall zu bauen, der hat eine Knarre in der Hand. Hey, man. Ja. Es ist gleich da vorne. Okay, halt an. Der Fahrer rechts. Achso, wir müssen hier ranfahren. Da ist der Punkt. That the place? Yeah, this the place, man. Oh. Drive into it. Right through the fucking window. And fast. I'll put two rounds in the back of your skull. Das ist der Psychopath, ja? Myself. Nein, das ist Michael. I look like a fucking joke to you. Man, fuck my life, man, fuck. Okay, fahr durch das Fenster. Dann bin ich mal gespannt. Ja, dann mal los. Ram it already. Jawohl. Man, shit! No! Franklin! What the fuck are you doing? Mr. Samuel, it's not exactly how it looks. I always trump big for a job well done. Now get out of here, kid. You motherfucker! Oh, jetzt steuern wir Franklin. Michael. Wir müssen den verprügeln. Oh, der Dreckmann tritt hinterher. You think you could take me for a ride? Er hat aber gute Nehmerqualitäten, ne? Und X können wir... Jetzt haben wir ihn. You recognize this car? Huh? Does it look like it's worth $5,000 a month to you? You fucking racist! Der immer mit seinem Rassisten. I'm telling you, this thing's gonna need some serious bodywork before it's worth $5,000 a month. He agreed to financing. I have his signature. Yeah. Did he agree to have some punk break into my fucking house? I don't know. That kid might be a fucking idiot, but you are a fraudulent scumbag piece of shit. Ugh. Don't make me have to come back here. Ja, jetzt haben wir Franklin kennengelernt. Ein fürsorglicher Familienvater anscheinend. Yep. Nickerchen im Grünen. Ja. Silber. Ist ja ganz okay. Ja. Ist nicht Gold. Ist ne? okay. Ja, jetzt haben wir, hier oben sehen wir jetzt, wir haben die Möglichkeit,
zwischen Franklin und Michael jederzeit zu wechseln. Ne? Okay. Das heißt, hier unten sehen wir ja in der Karte Missionen, die verfügbar sind. Ne? Einmal für Franklin, Michael und so weiter. Falls keine Missionen mehr verfügbar sind, ja, für den einen, dann wechseln wir einfach zum anderen und machen da weiter. Und danach sind irgendwann Missionen für den anderen wieder da. Ne? Weil die Story von denen geht relativ parallel. Okay. Also man muss immer wieder switchen. Ja, und das können wir dann hier machen. Wenn ich jetzt hier runter drücke, dann siehst du, wir könnten jetzt direkt zu... Ach, da stehen auch die Missionsanzahlen. Genau. Okay. Der hat 3, der hat 2. Das heißt, in der nächsten Folge machen wir erstmal dann mit Michael weiter. Jawohl. Dann, das kannst du dann machen, die nächsten 2 Missionen. Yep.